So, lieber Rasenfreaks. Der Rasenfreak ist wieder da. Und das hier ist mein Greenkeeper. Das ist Cliff. Hallo Cliff, wie geht's dir? Hallo, grüße euch. Er ist was aufgeregt, weil er natürlich noch nie vor der Kamera gestanden hat. Ja. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Cliff hat hier 3 Wochen für uns gemäht. Ein Fan aus der Nachbarschaft. Und ich habe einfach mal rumgefragt, ob vielleicht jemand Lust hat, hier bei mir zu mähen. Und Cliff hat gesagt, ja, gerne. Und wie war's? Ja, war super. War eine super tolle Erfahrung. Auch mal, ich greife mal vorweg, mit dem Sportman hier zu mähen. Aha. Ich habe ja keinen Sportman, aber es war eine super Erfahrung und echt ein tolles Gerät. Ja, cool. Ja, also dir hat es mächtig Spaß gemacht. Ja. Und dann wird es natürlich auch super. Ne? Also die Rasenfläche sieht großartig aus. So schön war sie, glaube ich, nach dem Sommer noch nie. Also wirklich perfekt. Ich habe am Montag nochmal gleich wieder gemäht und sie sieht super aus. Ja, also vielen Dank, Cliff, dass du das gemacht hast. Also, sehr gerne. Das ist super. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, das ist wirklich wichtig. Und das ist auch das größte Problem für uns Rasenfreaks. Ne? Wenn wir in Urlaub fahren, man fährt ja immer gerne auch im Sommer im Urlaub, dann leidet darunter echt der Rasen und ohne Greenkeeper geht das leider gar nicht. Da hast du recht, vollkommen recht. Also es ist wirklich ein Problem. Man muss ja wegen der Bewässerung und wenn es alles rauswächst, dann macht man das ganze Schnittbild wieder kaputt und muss wieder von vorne anfangen. Ja, genau. Entschuldige. Ne, die Ein-Drittel-Regelung, sage ich mal. Ne? Genau. Die unterbricht man ja dann damit auch. Genau, genau das wollte ich sagen. Also das habe ich auch in diesem Greenkeeper-Lehrgang gelernt. Tatsächlich ist es für das Gras am allerbesten, immer auf einer Höhe geschnitten zu werden. Und das eben konstant, die Ein-Drittel-Regel einzuhalten. Und das schafft man eben nicht, wenn man in Urlaub fährt. Es sei denn, man hat hier so nette Nachbarn, die einem helfen. Ja, super, Cliff. Ja, kaufst du dir jetzt einen Sportman? Ja, ich würde es lieben gern, sage ich ganz ehrlich, aber preislich kann ich mir das nicht leisten. Da gehört ja jede Menge dazu vom Preis her und wenn man vernünftig ausgestattet sein möchte, dann braucht man auch die anderen, die Lüfterkassette, die ganzen Geräte. Die Geräte, alles was man dazu braucht und ja, vielleicht irgendwann mal, aber... Ja, also der Sportman ist schon echt sehr, sehr teuer, das ist schon Luxus. Ich sehe ja auch immer wieder andere, die jetzt auch mit so kleinen Akkuspindelmähern arbeiten, von, weiß ich nicht, Einhell oder Gardena. Und da fährt gerade der Trecker vorbei, ja. Kannst ja mal rumschwenken. bringt ja gerade die ganzen Strohballen weg. Aber ich glaube, das hört er nicht. Hochkonzentriert. Ja, guck noch nicht mal. Hey! Ja, nee, aber das hast du auch, so ein Spindelmäher hast du noch gar nicht. Ich habe ein Handspindelmäher. Ein Handspindelmäher. Von Gardena. Ja. Und ja, damit geht das auch. Ist natürlich auch recht mühselig, ne? Und okay. Naja, ich habe einen normalen Sichelmäher mit Akku. Vorsichtig, Wespe. Und da merkt man aber zum Beispiel, wenn der Rasen sehr dicht ist, dass man dann schon Probleme kriegt, weil der Akku es dann einfach nicht schafft. Ah, ja. Ne, also der Motor ist dafür zu schwach. Ne? Ah. Also dafür sind die dann nicht ausgelegt. Ne? Da muss man schon diese 3-4 Zentimeter oder sagen wir mal oder 50 Millimeter einhalten, damit das vernünftig schafft. Ne? Interessant. Ja, ist dir sonst irgendwas aufgefallen hier an meiner Rasenfläche? Du hast gesagt, dass die Rasenfläche sich gut entwickelt hat. Genau, also als ich dann hier das erste Mal gemäht habe, war ich der Meinung, der war ein bisschen heller. Ja. Und auch so eine leichte bräunliche Struktur drin gehabt. Und da ich ja, ich muss lügen, ich glaube alle 2 Tage bin ich hierher gekommen. Was? So oft? Und, hab dann, er sollte einmal die Woche mähen übrigens. Aber ich hatte so viel Spaß, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, habe dann gemerkt, dass er dann, wie gesagt, leicht bräunlich war und beim jeden zweiten Tag immer wieder eine andere Veränderung drin war. Also er wurde dunkler, er war stabiler, fand ich. Er wurde immer besser. Er wurde immer besser, ne? Also, interessant. Also wir haben ja nochmal vor dem Urlaub einen kaliumbetonten Dünger gestreut, um jetzt auch gerade in dieser unglaublichen Hitze, wir hatten ja eine Wahnsinnshitze hier gehabt, das stimmt. Dass das Gras das auch durchhält und wir haben zumindest diese Fläche da hinter uns, die Färbefläche ja mit diesen Biostimulantien versorgt. Da sieht man aber jetzt keinen großen Unterschied zwischen der Fläche und den anderen Flächen hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Dünger mit dem Kalium, der hat sicherlich angeschlagen und hat, glaube ich, auch ein bisschen geholfen. Und das viele Mähen.
Auf jeden Fall. Also kann ich nur unterstreichen. Ja, super. Cliff, ja, also nochmal Dankeschön. Und ja, ich glaube, ich bleibe bei ihm. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr weitere Videos von mir schauen wollt, dann ist das mein neuestes Video. Und dieses Video hier, das hat der Algorithmus extra für euch ausgesucht. Und wenn euch die Videos gefallen, dann gebt mir gerne einen Daumen. Und ihr könnt mich auch abonnieren, das ist völlig kostenlos. Da freue ich mich drüber. Vielen Dank und macht's gut.